Ja, herzlich willkommen auf Zypern bei unserem Kanal bei Gwenlife. Ja, was habe ich denn hier hinten? Ein Stand-Up-Paddleboard von Wevor. Ja, die haben uns gefragt, ihr seid doch auf Zypern, wollt ihr nicht mal ein Board testen? Na, ich sage, na klar, machen wir das. Das Board kam übrigens super verpackt in einen Karton. Das war zwischen den PVC, war da überall noch so ein Schaum, dass es nicht durchscheuern kann beim Transport. Ich habe es hier schon mal in diese praktische Tragetasche wieder eingepackt, damit ihr das auch mal sehen könnt. Ja, das Wevor-Board wird mit einem Aluminium-Paddel geliefert. Holen wir mal raus, schön verpackt. Das ist hohl in und damit schwimmfähig. Wurde mir jedenfalls versichert. Hier könnt ihr dann noch Einstellungen machen. Dann wird das hier festgezogen. Ne, hier. Ah, genau. Hier müsst ihr ein paar Mal drehen, damit es fester. Und dann kann das nicht verrutschen. Und dann kann man hier einmal einstellen, einmal raussuchen. Und dann kann man das immer wieder einstellen, wenn das jetzt verschiedene Leute benutzen. Die ganze Familie. Ich lege es mal hier rauf. So, was haben wir noch Schönes? Eine Flosse zur Stabilisierung. Wir haben eine Luftpumpe. Ihr seht, das ist alles noch nicht ausgepackt. Hier ist noch eine Folie drüber, die machen wir mal ab. Die Luftpumpe. Der Schlauch für die Luftpumpe. Der wird hier angeschraubt. So. Die Flosse. Ha. Fürs Handy. Um das Wasser nicht zu verschließen. Was haben wir hier noch? Ein Repair-Kit. Da ist noch ein Aufkleber. Oder mehrere. Das riecht nach Lösungsmittel. Also schön geschlossen halten. Wir haben hier noch einen wasserdichten Beutel mit Henkel. Ihr kennt ja das Prinzip. Dann wird das gedreht und dann wird das hier verschlossen. Jetzt müsst ihr das natürlich noch nachziehen und dann kann man das, oder man kann es so verschließen, genau. Und dann ist es wasserdicht. Könnt ihr umhängen, wenn ihr da ein bisschen am Strand entlang fahrt und ihr wollt eure Schuhe, eure Klamotten nachher zum Anziehen, könnt ihr da reinmachen. Und jetzt kommt das eigentliche Board. So, ist übrigens doch die Dichtung, die gehört wahrscheinlich bei der Luftpumpe ran. Das werden wir gleich sehen, ob ich es aufpumpen kann. Seht ihr, sowas war überall dazwischen, damit es beim Transport nicht beschädigt werden kann. So, das ist glaube ich 3,10 Meter. Das gibt es auch in 3,30. Und das ist auch extra breit, gerade für Anfänger. Ihr seht es auch. Hier diese Anti-Rutsch-Beschichtung. Ja, überall Werbung drauf für den Support. Schon extrem mit der Werbung. Aber gut, jetzt wollen wir mal aufpumpen. Ich werde mal gucken. Ach, das ist eine Ersatzdichtung. Hier ist eine Dichtung drin. Übrigens sind heute 38 Grad, also wenn ich hier anfange zu schwitzen, müsst ihr euch nichts bei denken. Da oben ist noch ein Manometer. Könnt ihr den Druck verfolgen? Das ist ja riesig. Wir sind extra hier zu Hause geblieben zum Aufbauen, zum Zeigen, weil am Strand hält man das nicht aus. So, eingerastet. Und ich werde mal pumpen. Ah, das Ventil müsste er schließen. Sonst kann das nichts werden. So. Also es gibt auch im Netz elektrische Pumpen.
Ich kann euch da ja auch noch meine verlinken. Manometer ist jetzt im blauen Bereich. Das sind 0,25 bar und grün ab 0,75. Das war ja, jetzt kann man noch ein bisschen nachpumpen. Das war doch falsch. Der drückt den hier runter, ne? Ja, aber so seht ihr das jetzt aufgepumpt. Wir pumpen das gleich noch ein bisschen weiter. Hier übrigens dann verschließen. Damit es dann auch dicht ist. Jetzt nehme ich mal die Flosse. So. Jetzt kommt die hier rein und dann kommt hier dieser Sicherungskeil. Und dann ist es stabilisiert. So, und hier ist die Schlaufe für den Fuß. Da könnt ihr dann rein, ab zum Meer. Ja, mein Fazit, 100% fahren für unsere Tochter. Also bleibt dran, abonnieren nicht vergessen. Bis bald. Viele sonnige Grüße aus Zypern.